Willkommen zum zweiten Winterkongress der digitalen Gesellschaft. Ich bin Christoph von dem Vorstand und eröffne hier den Winterkongress zusammen mit Arlette, der Programmverantwortlichen von Karl der Dose. Dieses Jahr sollte der Winterkongress nicht sofort wieder ausverkauft sein. Darum haben wir die Platzzahl verdoppelt und Eröffnungen schließen hier in der Helferei. Dass unser Plan nicht aufgeht, war nach dem Call for Papers recht klar. Wir durften oder mussten aus vielen spannenden Vorschlägen für Referate und Workshops auswählen. Wenige Tage nach dem Verkaufsstart waren wir dann wieder ausverkauft. Wir freuen uns natürlich sehr, dass unser Programm und unsere Aktivitäten auf großes Interesse stoßen. Den meisten hier muss ich die digitale Gesellschaft nicht vorstellen. Und wer die digitale Gesellschaft noch nicht kennt und jetzt hier sitzt, wird heute garantiert einen Einblick in unsere Arbeit bekommen und vielleicht auch Lust mitzumachen. Die digitale Gesellschaft hat sich gewandelt von einer Austauschplattform zu einer zivilgesellschaftlichen Organisation oder NGO. Im Mittelpunkt steht aber immer noch die Zusammenarbeit Freiwilliger mit verschiedensten Hintergründen, beruflich wie persönlich. Uns ist gemeinsam, dass gesellschaftliche Fragen nicht zu kompliziert oder zu technisch sind, sondern halt einfach erklärt und diskutiert werden müssen. So kämpft die digitale Gesellschaft für Grund- und Menschenrechte in einer vernetzten Welt. In tausenden Stunden von freiwilliger Arbeit vermitteln wir Grundlagen und kämpfen rechtlich, demokratisch und aktivistisch dafür, dass wichtige gesellschaftliche Fragen trotz ihrer Komplexität öffentlich diskutiert werden. An dieser Stelle ein großer Dank an alle, die mitmachen und sich engagieren. Wir sind auch ein Verein, wie man das halt so in der Schweiz ist. Als Vorstand dieses gemeinnützigen Vereins bedanke ich mich auch bei allen Mitgliedern, Spendern und besonders bei Kire, unserem Geschäftsführer. Die Digitalisierung ermöglicht Mobilität und räumliche Unabhängigkeit. Einen Ort für unsere Veranstaltungen brauchen wir dennoch. Diesen haben wir im Karl der Große gefunden. Wir veranstalten hier unseren Winterkongress, aber auch unsere gemeinsame Veranstaltungsreihe Karl Digital, das nächste Mal am 11. April zum Thema Dateneigentum. Und nun möchte ich Arlette das Wort geben und sie wird euch einiges zum Ablauf und heute Tag noch ja, danke Christoph. Im Namen von Karl auch noch ganz ein herzliches Willkommen zum zweiten gewachsenen Winterkongress. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich zuerst einmal leer geschluckt habe, als mir Kiri und Christoph erzählt haben, dass sie gerne wachsen würden, und zwar doppelt so groß. 250 Leute und 30 Workshops, das sind für Karl ungewohnte oder unbekannte Größenordnungen, schon rein aus Platzgründen. Ich bin aber trotzdem froh, dass wir Ja gesagt haben, und wir wären nicht Karl, wenn wir nicht Ja gesagt hätten. Denn was die digitale Gesellschaft und all ihre Helferinnen und Helfer hier organisiert haben, ist eigentlich genau das, was wir im Karl unterstützen möchten. Der Karl ist Teil von der städtischen Soziokultur und wir haben die Möglichkeit, unser schönes Haus engagierten Menschen zur Verfügung zu stellen, die Veranstaltungen organisieren möchten. Und die digitale Gesellschaft ist eben ein Paradebeispiel dafür, wie das funktioniert. Denn unsere Zusammenarbeit hat begonnen mit einigen kleinen Workshop-Abenden, die wir sogar noch von Karl aus initiiert haben. Und heute übernimmt ihr das ganze Haus, bringt hochkarätige Gäste mit, organisiert alles selbst und wir von Karl tragen eigentlich nur noch ein paar Stühle herum. So sollte es sein. Ja, und heute ist natürlich aber auch für uns ein Tag, um ein bisschen Werbung zu machen. Also wenn euch das Haus gefällt, wenn ihr selbst mal etwas organisieren möchtet, wir unterstützen euch sehr gerne tatkräftig. Ja, jetzt aber genug zu uns und mehr zu dem, was euch heute erwartet und wieso ihr alle hier seid. Das Programm kennt ihr ja alle schon. Wir beginnen hier gleich mit der Keynote und danach finden jeweils vier parallele Veranstaltungen statt. Eine hier und drei drüben im Karl. Es ist alles beschriftet, es stehen überall Helfer herum, ihr solltet euch nicht verlaufen und alles finden. Für Verpflegung ist auch gesorgt, das Restaurant ist den ganzen Tag geöffnet, nur für uns.
Wir machen zwei größere Pausen nach einer Stunde. Ihr könnt euch dann verpflegen, aber vielleicht dann auch nicht unbedingt alle genau dann. Also verteilt euch doch, verteilt euch auch im ganzen Haus. Alle Räume sind für uns reserviert. Sucht euch einen Platz zum Essen, macht es euch gemütlich. Ja, seid willkommen im Karl. Eine kleine Programmänderung gibt es schon. Anstelle des Beitrags über Messenger gibt es neu einen Bericht über die neuesten Entwicklungen im Urheberrecht. Genau, das soll ich euch noch mitteilen. Das ist eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid und wünsche euch ganz einen spannenden Tag. Ja, mir bleibt eigentlich nur noch Danke zu sagen. Der Botzi ist unser Medienpartner und unterstützt uns bei der Werbung. Uns liegen auch gedruckte Zeitungen auf. Also falls ihr das noch sehen möchtet, wie das aussieht, nehmt euch eine und lest sie vor allem. Also wir wünschen euch einen schönen, spannenden, inspirierenden Tag und sehen uns hier wieder um 20:30 zum Schlusswort unter Live-Laptop-Performance Sound and Vision des Künstlerduos Line Code. Viel Spaß!